Jo, moin moin, ihr Flüten und auch liebe Landratten und Rädchen da draußen und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. So. Genau, wir sind der einzige Schüler, der in der Nacht irgendwie nirgendwo rumschleicht und, genau. Und alles erfüllt, wofür sämtliche Erwachsenen, Zauberer und Hexer nicht fähig sind. Oh. Sumpfkratzler-Warnung. Ah, kommt vielleicht ein bisschen spät, aber wir lesen es trotzdem mal. Achtung! Achtung! Sumpfkratzler gesichtet. Vorsicht. Wir meinen es ehrlich. Ja. For real. Ja, ich glaube, selbst den haben wir schon erledigt. Ja, genau. Jetzt können wir, entweder können wir die Typen noch erledigen, die da rumspuken, oder wir können die Quest machen, die wir da noch gekriegt haben. Wo sind wir denn? Wir Aufträge? Sind, ja. Oh Gott, ey, die Mauersteuerung ist gerade. Hier ist noch eine Nebenquest auf jeden Fall. Aufträge. Aufträge. Ja, okay. Fangen wir der Liebe. Genau. Ich finde das, was Jack Dawn hinterlassen hat. Genau. Er schafft es mit Level 5 hier hoch. Das ist klar. Keine Ahnung. Das jemand, der. Werden, wenn ich nicht aufpasse. Mhm. Ey, wir haben doch schon allein dadurch gelevelt. Vielleicht Leute, die keine Seiten und sowas sammeln, sondern wirklich nur die zwei Zauber, Accio und genau. Levioso gelernt haben und dann einfach straight hier hochgerannt sind oder so. Aber dann stelle ich mir die Gefechte gegen die Übel, ja. In, wie heißen die jetzt nochmal? Diese Inferi? Zombies, Inferi. Der mir schon recht schwierig Feuer, vor. Um die zu besiegen. Weil du brauchst definitiv Feuer, um die zu besiegen. Hier ist die Höhle, das war das andere Questing. Huch, Blums. Haben hier nicht vorher noch mal Gegner auf der Karte angezeigt in dieser Ecke? Ja, die sind entweder drin oder... Ja, nee, jetzt sind sie über uns, oder? Über uns, okay, ja. Ach, noch... okay, ja, das kann sein, ja. Kann sein. Ja gut, ein Rätsel. Gucken wir uns erstmal die Höhle an. Das muss der Ort sein, von dem Anne mir erzählt hat. Revelio. Hier war ja ewig niemand mehr. Die anderen Höhlen sahen jetzt auch nicht viel besser aus, sag ich mal. Was haben wir denn? Ruhe. Incendio. So. Ah doch. Zieht sich nur ein bisschen, oder? Doch, ein bisschen, ja. Kann man vielleicht mal nachhelfen? Nehmen wir den Standardangriff. Ah, okay. No. Accio. Geschenke. Mega Power Trank. No. Nein. Nee. Hm. Geh mal Schritt zurück. Wie hast du das gemacht, Jackdaw? Ja. Mal einen großen Schritt zurück, dass du beides siehst. Also die zwei. Genau, mach mal Revelio. Revelio. Ah. Hm? Ich das. Rechte Maustaste geht auch übrigens. Ah. Hattest du eigentlich auch deine Probleme mit, ey, du hast keinen Controller, ne? Ja, genau. Nee, ich mach alles mit Maustaste. Ha. Mich legst du nicht rein, Jackdaw. Accio. Mich überlistest du nicht, Jackdaw. Dum-da-dum-dum-dum-da-dum. So. Incendio. Ja, ist nichts mehr. Muss durch die Tür durchgehen, die wir jetzt aufgemacht haben. Okay. Das ist so, als ob wir wieder Spinnennetze oder sowas wegballern müssen. Nee, das glaube ich nur Kleingeld. Das... Lift, Leute. Ach, da! Machst du? Okay, nimm mach du ruhig, wenn du willst. Okay. Mein liebster N, gut gemacht. Du hast mein Rätsel gelöst. Ich wusste, dass du ein aufgeweckter Geist bist und die einzige, mit der ich meine Abenteuer teilen kann. Triff mich am Rande des verbotenen Waldes und ich zeige dir die Karte, von der ich erzählt habe. Es ist unmöglich, fair zu sagen, wohin sie uns führen wird.
Ich habe sie auf Seiten gefunden, die Peeves aus einem geheimen Buch gerissen hat. Und niemand sonst scheint es finden zu können. Ich habe keine Ahnung, was vor uns liegt, aber es stimmt mich froh, zu wissen, dass ich meine Zukunft mit dir teilen werde. Das ist der Anfang, Richard. PS. Ich bin so froh, dass du hier, das hier gefunden hast. Denn sonst wäre ich alleine gegangen. Das wäre kein sehr großer Spaß gewesen. Eine Notiz von Jackdaw. Anne hat sie nie gefunden. Wie starb er? War sie unschuldig? Sie sieht eigentlich auch so, als ob das nur irgendwas wäre, oder? Nee. Leider nicht. Habe ich auch erst gedacht. Moment, wo geht denn jetzt hier raus? Hier, ne? Genau. Das sollte ich untersuchen. Okay. Haben wir es nicht gerade untersucht? Lieber hoch. Ja, sei doch. Kann das sein? Hat jemand nach all den Jahren mein Rätsel gelöst? Wirklich gut gemacht. Richard Jackdaw, stehe zu Diensten. Der Richard Jackdaw? Ich hörte, du wärst vor Jahren verschwunden. Das solltest du mir erklären. Ach ja? Das war mein Rätsel, das du gelöst hast. Was machst du hier? Die Ex-Aurorin Helen Thistlewood erzählte von einer Karte, die du gestohlen hast. Und Anne sagte was von einer Höhle. Du hast Anne gesehen? Sie brach mir das Herz. Ich musste ohne sie weiterleben. Das ist für sie wohl auch besser. Darf ich fragen, wie es ihr geht? Frag ich mir nicht. Du hast ihr Leben ruiniert. Ganz schlecht. Ich würde das oben nehmen. Herzlichen Glückwunsch, du hast ihr Leben ruiniert. Oh mein Gott. Sie kam wegen deines Mordes nach Azkaban. Ich fürchte, die Dementoren haben dauerhaften Schaden angerichtet. Was? Azkaban? Arme Anne. Ich hatte ja keine Ahnung. Ich dachte, sie hätte mich abgeschrieben. Ich bereiste jahrelang die Welt, um mein Herz zu heilen. Ich bin erst kürzlich zurückgekehrt. Mehr als Zufall. Ich muss mit dieser Aurorin reden, um zu sehen, wie ich Anne helfen kann. Das freut mich zu hören. Bevor du gehst, könnte ich die besagten Seiten mit der Karte denn auch finden? Ich bin fast sicher, dass ich sie in der Höhle fallen ließ, als ich geköpft wurde. Sie müssten dort mit meinen Überresten vor sich hinschimmeln. Ich sag dir was. Warum treffen wir uns nicht am Rand des verbotenen Waldes und ich zeige dir, wo genau sie sind? Also ich weiß nicht, liebe Freunde, wenn ihr Schüler wäret und ein Geist sagt zu euch, treffen wir uns am Rand des verbotenen Waldes. Ich weiß ja nicht. Ja. Nein, danke. Ja. Schönes Nachleben noch. Bye. Ja, tschüss. Ja, aber sonst geht es doch hier nicht weiter. Ja, ich weiß. Wie hast du deinen Kopf verloren? Wie hast du deinen Kopf verloren, wenn ich fragen darf? Beim Umschauen habe ich plötzlich eine erfrischende Brise gespürt. Danach war ich ganz, nun, benommen. Mehr weiß ich nicht. Daher solltest du die Höhle nicht unvorbereitet besuchen. Warum genau, kann ich nicht sagen. Aber du wirkst scharfsinnig. Vorsicht vor einem leichten Lufthauch. Oh, der bußbetige Mann? Aus Indiana Jones 3? Ducken vor den Klingen? So ungefähr. Okay. Ist das alles Apollonias Schuld? Helen erwähnte Apollonia Black. Musste Anne wegen ihr den Kopf hinhalten? Bist du jemals Angehörigen der Blacks begegnet? Die sind ziemlich nachtragend. Dass Anne Interesse an mir zeigte, konnte Apollonia nicht ertragen. Dass ihr eigenes Herz erkaltet war, war ihr egal. Muss hier jedes Mal aufpassen, dass ich versehentlich diese eine Brausemarke da, also Zelda-Marke, sage zu ihr. Wie konntest du Peeves bestehlen? Wie ist es möglich, einen Poltergeist wie Peeves zu bestehlen? Ich habe die Seiten nicht seiner Geistergestalt geklaut. Ich fand sie nur auf seinem Pfad der Zerstörung. Er neigt dazu, Sachen kaputt zu machen. Bücher, Flaschen, Rüstungen, was auch immer das meiste Chaos verursacht. Ich habe sie vor der Bibliothek auf dem Boden gefunden. Nicht mein glücklichster Fund, wenn man bedenkt, wozu er führte. Könnte es vielleicht auch von jemandem dahingelegt worden sein? Also nicht Thieves? Ja. Danke. Ich brauche diese Seiten. Für einen Freund. Nun, dann sehen wir uns dort. Okay. Auftrag abgeschlossen. Gefangener der Liebe. Wunderbar.
Ein Schloss? Das muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Was für ein Schloss? Oh, was, wie? Da habe ich aber auch nicht runterfallen. Nee, ich sehe aber gerade ehrlich gesagt kein Schloss. Keine Ahnung. Oder das ist nur so eine verspätete Nachricht von dem einen Ding, wo wir vorhin in der ersten Folge drin waren. Weißt du, wo den Lift abschießen mussten, ja, runtergefallen sind? Oh, das da ganz hinten vielleicht? Meint er das? Ist am Arsch. Kannst du auf die Karte gucken? Das ist relativ weit weg. Yo. Yo. Genau. Da kann man eher von unten über Hogwarts gehen. Findest du? Ich finde, das ist immer so ein perfekter Anlass, um diese ganzen Schnellreisepunkte mitzunehmen auf dem Weg dahin. Ja, aber das ist der verbotene Wald, da wäre ich vorsichtig. Ja, aber exakt, da sollen wir doch durchgehen. Ja, aber du kannst von unten rein, das ist nicht so, okay, mach mal. Das macht doch viel weniger Spaß. Nur zu. Oh Gott, wir werden alle sterben. Ja, kein Problem, dann werden wir Geister. Ah ja, dann. So funktioniert das hier doch, oder? Mhm. Also Voldemort schwebt dann nach dem siebten Teil auch noch als Geist hier umher. Genau. Oh, mal ganz kurz. Sehen wir eigentlich diese Punkte auf dem Wegesrand? Eher weniger, ne? Markiere ich mir die mal separat. Ah. Dieser wunderschönen Sumpflandschaft hier. Ja, ja. Sie sahen bei Nacht schon gruselig aus, bei Tag wurde es nicht besser. Ja. Aber hey, noch ein Haus, in das wir einmal reinlaufen können. Yay. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Revelio. Ich freue mich, darin vorzukommen. Oh, mit der können wir noch hin. Effie Bones. Stecken Sie in Schwierigkeiten? Ich wurde fast von Wölfen angefallen und kam gerade so mit dem Leben davon. Ich muss mich besser vorbereiten. Dafür könnte ich etwas Donnergebräu gebrauchen. Könnte denn aber ein nicht. Schüler wie Sie zufällig so etwas bei sich haben? Entweder wir helfen, entweder wir sagen, wir haben es nicht, oder sie braucht. Hä? Der weiß wahrscheinlich irgendwas, was wir nicht wissen. Sie sollten auf sich selbst aufpassen können. Ich gebe Ihnen gar nichts. Wie grausam, mich eine Lügnerin zu nennen. Von Ihnen brauche ich keine Hilfe. Okay. Oh, ist das eine Möglichkeit, Aufträge abzulehnen, so, oder? Ja, ja, teilweise. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht, egal. Ja, pff, ist egal. Nee, du hättest ja auch einfach nur das Ding geben können, du hättest jetzt nicht die Wölfe besiegen müssen oder sowas. Ach, da ist ein erfahrener Händler wieder. Ja, ich guck mal, ob der. Hättest du diesen Brau kaufen können, wenn du wolltest, glaube ich. Vielleicht finden Sie etwas, das Sie brauchen. Kohl, Edrostrunk, okay. Alraune, Maxima-Trank. Maxima. Nö, nicht wirklich. Ich würde was von dem Zeug mitnehmen, oder hast du schon was? Von was denn? Von den Tränken und von den Angriffspflanzen. Wir haben ein bisschen was davon dabei. Ich kann aber gerne dafür. Weil wir von jedem einen hier so. Danke für Ihr Vertrauen. Es war mir ein Vergnügen. Guck mal, sind auch nur 900 Meter durch diesen total schönen Weg hier. Genau, diesen Weg. Ey, einmal Blutegel ausgesaugt. War nicht eben noch Tag? Es hat neblig im Wald am Morgen. Revelio. Dunklen Gruselwald. Wo riesige Spinnen hausen. Und, wie heißen die Typis mit, halb Pferd, halb Mensch? Die Spinnen schon?
Zu groß. Oh Gott, das ist wieder so ein Riesen. Nö, ja. Dann doch nicht. Wobei, wir sind jetzt Level 20. War die Level 20? Ja, die war, glaube ich, Level 20. Die kriegst du schon hin. Die kommt dir eh hinterher, glaube ich. Musst du nur ausweichen. Klappt super. Feuer. Feuer. Oh. Rechtest du wieder Tropfen? Links? Links? Hau drauf. Sehr schön. Ja. Hey! Schön. Gut, abhauen hier. Oh, geht nicht. Ah, das wird auch wieder Albträume geben, ey. Babys töten. Was? Babys töten? Muss aber ein paar Spinnenbabys töten. Achso, ja, die kleineren sind nicht ganz so. Ja. Incendio. Hm? Oh. Oh. Nicht meine Schuld, dass du eine Riesenspinne bist. Ja. Hat ausgerechnet hier müssen wir jetzt durch, muss das sein. Können wir da auch jemanden befreien? Nee, da kommen wieder mehr Gegner. Achso. Also du kannst gerne rein, geh ruhig rein. Ja, nee, muss. Okay. Ist das Spinneneier, die da oben drin sind? Ja, nee, dann nee. Oder Knochen oder sowas. Oder Spinneneier oder Knochen. Also, ja. Incendio. Okay. Irgendwo soll ich hier noch. Die seien sich aber nicht von oben direkt ab oder so, ne? Das... Mach ruhig Revelio, dann siehst du es schon da. Ja, na gut, wir müssen es ja nicht provozieren. Ja, ja eben. So, auch noch ausgerechnet durch den Spinnteil vom Wald müssen, ja? Ah ja. Dieser dunkle Magier. Wenn das nicht los ist. Nein! Irgendwann wirst du kämpfen müssen. Jo, jetzt zum Beispiel. Ja, guter Trick. Was hast du geschafft? Reines Glück. Accio. Incendio. Expelliarmus. Da. Blöde Wilderer hier. Die Raten, das können wir noch nicht aufmachen, ne? Nee. Ja, leider nicht. Ist ja noch nicht einer irgendwo. Ah, ja, da unten ist einer. Accio. Expelliarmus. Der hat aber schnell aufgegeben. Löst sich auf wie so ein Bock. Da sind noch zwei. Bei Spinnen wahrscheinlich. Rebellion. Nee, ja, könnten noch Menschen sein. Ja. Ist das meine Leute zu töten? Ja. Gewollt? Ich glaube schon, ja. Dass er in den Wald rumtreibt. Revelio. Noch zwei Typen. Ich eben schon besiegt, sieht genauso gleich aus. Ah. Wer mich jagt, Akio. Husch nicht herum wie ein Billy-Win. Ja.
hier. Ins Händchen. Sehr schön. Cool. Weißt du nicht, was du oben rechts immer mit Duellierleistungen einblendet, aber ja, das sind auch schon Aufträge, die du währenddessen abschließt. Revelio. Ah, da ist so ein Lager von... Das Lager von den Typen. Ins Händchen. Und? Nächstes Mal vielleicht. Irgendwann wirst du Incendios. Expelliarmus. Vermeiden wir. Arsch. Levioso. Expelliarmus. Akio! Hey, Doktor! Hey, Doktor! Oh. Aua. Ja, den kannst du nicht abbrechen. Halt still, deiner. Der Hund hilft mir jetzt, sehr schön. Ich glaube nicht. Dieser kleine Umhangwedler! Umhangwedler. Umhangwedler, das ist immer. Bitte Bezeichnung hier. Ja. Da ist noch Magie. Ach hier. Ja, ist weg. Auch so schnell nicht. Aus dem Fell gestoßen. Bitte? Aus dem Fell gestoßen. Aus dem Fell gestoßen, ja. Ja, ja. Rebellion. Die Truhen sind immer gut, da kriegst du immer so Verbesserungen. Oh, oh. Was denn? Von Frigo, da ist schon mal noch irgendeiner. Hey Doktor! Gott, Frigo! Ich gucke zu. Wo denn? Wir steigen irgendwo, die Zahlen irgendwo auf, aber. Ach, da unten kämpfen sich welche. Ach, hier. Expelliarm. Ach, guck! Guck mal an die Zentauren. Hallo, wir helfen immer gern. Wollen wir mit euch reden? Nee. Okay. Das sind solche Waldhüter hier quasi. Ja. Hey. Probieren wir Akio. Ich habe übrigens rausgefunden, wie man manuell ziehen rechte kann. Maustaste. Ja, oder linker Trigger am... Ja, genau. Okay, was das jetzt bewirkt? Oder hätte ich da. Ah, wenn die da unten. Das kommt runter. Oder? Nee. Es ist halt schon runtergestürzt. So, ich glaube, das ist nur, falls ein Gegner drunter steht, ja, kann ich ihn so ausschalten. Ja, genau. Ja, viel war jetzt hier nicht. Gehen wir mal weiter. Das ist ein Säckchen. Ja. Klingt, was ist denn dieser Schmetterling? Oh, da kannst du immer was einsammeln. Folge den Schmetterlingen. Okay. Weiset mir den Weg. Aber bleibt doch mal auf Kamerahöhe. Weiß gerade nicht, wer schlimmer ist, die Wilderer oder wir, die die Tiere einfach nur umbringen. Und das Haus hier? Nee. Hier waren wir auch ich noch nicht, ne? Ich hab... Ja, ja. Was ich bin da ja ganz schön lang durch die Gegend, hier muss ich sagen. Ja, es ist... Nee, geh erstmal rechts. Ach, hier. Okay. Links noch einer? Links? Ach, da draußen. Ja. Akio! Incendio! Gib her deinen Schädel. Ja. Und wir irgendwann dann. Ach, guck, die haben sogar gewartet. Aber ist das hier das Ziel? Ja, machen wir Review. Ah!
Genau. Errungenschaft, Folge den Schmetterling freigeschaltet. Genau. Danke, Schmetterlings. Genau. Ist hier unten noch für zwei Gegner? Da unten ist eine Höhle, oder? Nur Wölfe, ja. Aber nur Wölfe. Aber wollen wir noch einen mitnehmen, wegen der Höhle? Nee, da ist ja kein Schatz drin. Sonst wäre da ein Symbol auch für den Schatz. Einfach so eine Höhle. Warte, pass auf, nicht, dass du runterfällst. Aber irgendwas liegt da unten, ne? Ja, Aschwindereier. Ah, nee, das sind, ja, oder diese Springpilze. Ja, genau. Ja, gut, okay. Wölfchen, dann habt ihr nochmal überlebt. Hatten wir die Truhe da vorne schon? Nee. Nur schlechte Sachen, super. Weißt du, da gehst du einmal in den verbotenen Wald und kämpfst dich da durch. Früh muss man in den Wald gehen, damit das hier lohnenswerte Sachen sind. Ja. Rebellion. Okay. Komische Kreidezeichen. Da vorne ist wieder so ein... Achso, ja. Merlins Ding. Ums. Ansonsten gibt es wieder so ein Ding, was wir nicht lösen können. Ist es? Ich weiß es nicht. Ah, ich glaube, das... Oh, das ist wieder mit diesen Feuerschalen. Ja. Dann suchen wir erstmal alle drei. Wo sind die denn? Da ist eins. Da ist eine. Ja, das schaffen wir nicht. So, da sind schon wieder Spinnen. Frage ist, wo ist die dritte? Ich glaube. Und noch bisher immer drei, oder? Ja. Incendio. Potego. Accio. Incendio. Legnoso. Der Sieg kam keine Sekunde zu früh. Boah. Ja, acht Beine halt. Incendio. Nee, die kannst du nicht. Okay, dann noch mal kurz einen Blick auf Merlin werfen. Rebellion. Eins. Zwei. Drei. Boah. Nee, das schaffen wir nicht. Da brauchen wir den Besen oder so. Feuerzauber. Nee, den zweiten Feuerzauber hoch in Eule. Ach, der geht dann größere Reichweite, oder was? Ja, genau. Okay. Ach, ein Vogel. Ja, genau. Wir müssen auch noch hier durch. Ja, yay. Hi. Kann ich bei euch Gleitschutz hier anmieten oder so? Hm, nicht? Ich finde es so schade, dass man nicht mit denen reden kann. Ich finde es immer noch gut, dass sie mitgenommen haben. Ja. Oh, das sieht gut hier aus. Was steht denn hier so? Dangerous. Ministry of Magic. Considered dangerous by the Ministry of Magie? Magic, okay. Magic, Caution Centers. Over there. Over there. Ja, da müssen wir eh wieder durch, dann nachher, wenn wir Jackdaw gefunden haben. Sind wir nicht mal weit. Also langsam müssten wir aber auch mal am Ende vom verbotenen Wald ankommen, oder? Ja. Ach, guck mal, da ist eine grüne Flamme, die wir schon gefunden haben. Ich glaube, bis hierhin sind wir mal gegangen. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Ah, ja. Wir sind schon wieder abgehauen.
Ja, warte, da müssen wir, glaube ich, eh durch. Dann rede mit dem Typi noch. Dann machen wir erstmal den Typi, okay. Ja. Ich glaube, hier vorne war der Eingang irgendwo. Was geht denn hier für ein Film? Andere Zauberer noch. Also, schwarze Zauberer. Genau. Da, da, da runter. Genau. Die Brücke, genau. Das ist aber nicht die Brücke mit diesem anderen Schatzrätsel. Nee. Okay. Da wären ja zwei Kerzen zu, da wären Kerzen zu anzünden gewesen. Ja, das habe ich ganz kurz gedacht, dass das Kerzen auf diesem einen Pfosten da waren. Waren sie aber nicht. No. Hier bin ich. Wie versprochen. Ja. In der Nacht im verbotenen Wald. Juhu. Erstmal eine Nacht im verbotenen Wald verbracht. Geilo. Ja. So sieht man sich wieder, Richard Jector. Es überrascht mich nicht, dich hier zu sehen. Es braucht die Geduld der Hufflepuffs, diese Seiten aufzuspüren. Schön gesagt. Wie geht es jetzt weiter? Folge mir. Ich werde dich so weit bringen, wie ich kann. Aber ich fürchte, es widerstrebt mir, den Ort meines Ablebens aufzusuchen. Halte Ausschau nach einer Vogeltränke. Wenn du sie findest, sag Intramuros. Ich glaube, das ist Latein. Oder Griechisch. Wie du dir denken kannst, habe ich in der Schule nie gut aufgepasst. Wollen wir? Ja, hättest du mal aufgepasst, wärst du vielleicht auch noch am Leben. Gibt es neben der Vogeltränke noch etwas zu beachten? Ja, es gibt einige Orientierungspunkte. Eine Steinbrücke, ein Wasserfall und ein See, denke ich. Du wirst schon sehen. Der See ist das war sehr hilfreich. Danke. Ach, du hast ihn hier schon gemacht, den Geist? Ja. Okay. Es ist erstaunlich, wie viel mir unglücklicherweise wieder einfällt. Okay, also doch zu den Spinnen. Ja. Mit jedem Schritt, den wir uns nähern, kehrt mehr meiner Erinnerung zurück. Deine große Akio. Incendio. Auf dem Weg und halte Ausschau nach der Vogeltränke. Adieu. Revelio. Ist das jetzt Latein? Ja, wie? Der lässt. Hier lässt er uns zurück? Ja, der kommt da hinterher. Levioso. Er ist eh ein Geist, der kann uns machen. Du musst schön die Kurve rum, dass du es auch anvisieren kannst. Ach, links? Aua! Ja. Gott, wie viel kommt denn da? Ja, mehrere. Levioso. Rebellion. Accio. Incendio. Protego. Schön. Aber nicht viel gestört. Incendio. Ich muss einfach weitermachen. Incendio. Lass dich anspringen, finde ich ja eklig. Ja. So, mit Glück mag ich ja spinnen, wa? Oh Gott! Wir haben's. Mit Incendio kannst du ihn befreien. Incendio! Oh Gott! Danke dir! Gerne dir! Accio! Vivioso! Expelliarmus! Ja. Ach, schön. Da ist ein Zahn irgendwo weggeflogen, da. Bleibst du nur hier. Der bedankt sich ja nicht mehr, der Arsch. Nee, der ist gerade wegappariert. Ja, super. Jetzt ein Dankeschön. Warte, ey. Also wenn wir hier wirklich nicht jedem Menschen den Arsch retten würden, ne? Nee, genau. Incendio. Und dann würde wirklich weiter in dieses Nest rein. Ja. Yay. Und bei dir. Moralische Unterstützung. Rebellion. Oder links geht's auch noch. Richtig, nicht hin. Reinlaufen. Nee. Da könntest du mal einlaufen. Der Wasserfall. Mit. Für einen Dieb ist Jector überraschend verlässlich.
In der Ecke waren wir auch schon mal, oder? Genau, ja, hab ich ja gesagt. Wir hätten gar nicht durch die Spinnen durch müssen. Ja. Ja. Ja, das hat durchgeführt, also müssen wir da schon durch. Augenhüpfende Giftprinz. Oh. Das ist hübsch. Welche Rehe? Nee, was sind denn das? Rehe. Das kleine Rehe. Hier meine ich. Was passiert hier? Nudelmuffs. 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 Können wir leider auch noch nicht sammeln. Ja, später dann. Waren die jetzt eigentlich gefährlich, die Knuddelmuffs? Nein. Stecken dir nur ihre Zungen in den Hals. Okay. Also die eine, seltsam, gesagt. Da kenne ich auch andere Wesen derselben Hirsch Gattung. So ich das auch tun. Mondlicht durch, ja. Sehr. Ja, genau. Ja. Ah, das ist ein Schnellreisepunkt. Den will ich mitnehmen. Jack Dawson. Genau, Trap. Wie Jackdaw es beschrieben hat. Wieder mal auf Abenteuertour? Das ist ein Podest hinter dir. Oh, ich glaube, das Ding habe ich im Trailer mal gesehen, wie sich diese Wand da auflöst. Huch. Ja. Eben schon hier. Incendio. No. Hey, flüstere das Passwort, ach so. In Kamuras. Hier draußen wird euch niemand hören. Randok wusste, dass du uns zu dem führen würdest, was du versteckst. Aua! Aua, ja, Moment. Schau mal den richtigen anvisieren. Kaukohl, wirf den Kaukohl zu auf Tab. Tab? Was dazu ist, was andere. Oh Gott, jetzt so. Hab ich. Ach, linkes Stück. Nee, der ist geschützt mit Schild. Achtung. Kommt was? Ja, dabei. Denk mich gerade alles nur ein bisschen zu sehr ab. Moment, so. Jetzt mal ganz kurz wieder die Koordination hier reinkriegen, das Ganze. Ich vergrabe dich im tiefsten Loch. Expelliarmus. So. Achtung. Achtung. Alles gut. Achtung. Incendium. Ich werde nicht ruhen. Best. Protego. Dann mal zwischendurch nochmal ein paar Blutegel, warum auch nicht, ne? Ja. Also. Mach. Mit Expelliarmus kannst du den relativ hilflos machen, weil die Waffe weg ist. Diese Anhänger werden Randrock nichts mehr berichten. Mal sehen, wohin Jackdaw mich geführt hat. So, dann finden wir jetzt mal raus, was ist denn Lanze werfen? Also linker Stick ist es nicht. Okay. No. Ja, gut, cool. Das ist nicht linker Stick, das ist linke Schulter, okay. Ja. LB. Ganz praktisch auch für Zusatztränke und so Zeug. Wir können jetzt aber einfach hier durchgehen, ne? Ja. Also beziehungsweise in der nächsten Folge können wir das machen. Ja, genau. Dann bedanke ich mich beim Tony fürs Mitmagieren. Immer gerne. Wenn es euch da draußen gefallen hat, dann seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut. Hummel, Hummel. Moss.